So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Da war der Nico hier und wir haben eine Folge zusammen aufgenommen. Jetzt bin ich wieder alleine und es ist schon wieder eine Woche vergangen, aber hält uns nicht davon ab, weiterzumachen. Wir schauen mal. Ja, wir haben jetzt quasi überall was zu tun. Ich würde sagen, wir machen mal Fahrzeug-Challenges, damit wir noch ein paar mehr bekommen. Ja, fangen wir einfach mal hiermit an. Ach Gott, so einen Wagen will eigentlich niemand, aber gut. Gehen wir es trotzdem an, damit wir alle haben später. Oh, schön ist ja nicht. Aber gut, ist ja egal. Genau, zur letzten Folge kamen wenig Kommentare, deswegen werde ich auf die von der letzten eingehen. Da standen zum Glück auch noch ein paar, die ich unbeantwortet haben. Haben lassen? Nee. Gehabt lassen, wie auch immer. Ich habe sie halt ausgelassen und ja, da könnte ich jetzt gleich drauf eingehen. Wenn du eine Leitplanke berührst, bist du praktisch verloren. Nutz die Randsteine, um die Kurven optimal zu erwischen. So, es wurde empfohlen, doch den Kommutator auszuschalten, aber ich habe jetzt keine Option dafür gefunden. Ich glaube, das funktioniert nicht mal. Wenn du die Challenge meisterst. Okay. Wir müssen eine Zeit von 1:35 erreichen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe auch übrigens Grid so an sich lange nicht mehr gespielt, aber gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das hin, ich denke doch. So ganz aus der Übung sein sollten wir dann doch nicht. Oh, höchstens ein bisschen. Ich denke, nach der Folge werde ich sowieso nochmal den Online-Modus ein bisschen spielen. Zumindest diese Rivalen-Dingsbums, wo man halt quasi nicht wirklich online spielt, sondern nur seinen Highscore quasi online veröffentlicht. Für die Freunde und so. Aber auch das macht schon Bock. So. Genau, wir können da direkt zu den Fragen kommen. Eine Frage war, was ich denn von Animes halte und was denn mein Lieblingsanime ist. Ich mag Animes grundsätzlich erstmal. Also ich bin da eigentlich immer offen für welche. Ich gucke selber recht wenige, also die ich geguckt habe, waren eigentlich, naja, früher halt Pokémon, Digimon und sowas, da war es dann glaube ich noch ein bisschen mehr. Detektiv Conan und Shin-Chan und sowas, Dragon Ball Z, das waren halt so die ganzen Animes damals. Die würde ich heute bestimmt auch nochmal gucken, wenn ich jetzt die zum ersten Mal sehen würde oder so. Aber so generell, jetzt Animes, die ich mal vor kurzem irgendwie geschaut habe, waren höchstens Naruto und Elfenlied war das glaube ich noch. Ansonsten Golden Boy habe ich noch gesehen. Und ich glaube, das war's auch schon. So ganz viele sind das nicht. Ich bin. Die Hersteller reißen sich darum, dass du in ihren Autos fährst und diese den Fans präsentierst. Wenn du schnell genug fährst, kannst du das Auto hinterher mit in deine Garage nehmen. Ja, ich weiß. Das haben wir ja vor. So, ein Ford Focus. Nehmen wir den auch mal mit. Also, ich bin zwar schon Anime-Fan. Ich mag den Zeichenstil und so, ich mag, wie das alles da gehandhabt wird, aber ich habe auch meistens nicht so das Interesse, großartig Neues auszuprobieren, generell nicht. Also auch in anderen Lebenslagen. Und ja, weiß nicht, so generell gucke ich sie zwar gerne, wenn es jetzt wirklich was ist, was mich fesselt, sowas wie Naruto oder so, aber ansonsten bin ich da nur schwer reinzukommen. Okay, so eine ganz geile Beschleunigung, wie der gerade eben hatte, der nicht. Glaube ich zumindest, so irgendwie im Vergleich. Aber hier ist auch schön zu fahren, ey. Also ich mag ja auch, da wo wir gerade waren, Paris, die Strecke mochte ich auf jeden Fall. Hier Barcelona gefällt mir auch auf jeden Fall sehr gut. Ist mal so ein bisschen was anderes. Und genau, Lieblings-Anime würde ich schon sagen, wäre eigentlich Naruto. So, weil es auch vom gesamten Umfang her irgendwie, ist es schon was Besonderes auf jeden Fall. Ich bin selbst nicht mehr ganz so viel am Gucken. Ich habe jetzt, ja, schon vor einiger Zeit, als Driver San Francisco noch lief, habe ich noch, da habe ich die letzten Folgen noch gesehen, die zu dem Zeitpunkt online waren. Und bis dato kamen auch keine neuen. Ich weiß nicht genau warum.
Aber auf jeden Fall, der Manga geht ja weiter, den kann man sich ja auch online durchlesen oder sich kaufen halt. Ich habe ja die erste Staffel von Naruto komplett auf Manga. Die anderen jedoch noch nicht, werde ich aber bestimmt irgendwann nochmal nachholen, damit ich einfach so eine geile Sammlung habe. Aber den Manga online lese ich irgendwie nicht so gerne, weil es ist irgendwie, weiß nicht, es ist nicht das Wahre, man hat nichts, weiß nicht, wenn man was liest, dann sollte man es auch in der Hand haben, so. Und dazu ist das alles noch so ein bisschen unscharf alles, wenn man das so liest und, ach, ich weiß auch nicht, also ist nicht so ganz mein Ding, wenn ich das online lese, deswegen habe ich da wenig weitergemacht, wurde aber auch schon durch Sachen wie Tumblr und so gespoilert, wie nichts weiteres. Aber das passt schon. Irgendwie im Grunde genommen, die Story interessiert mich ja schon. Wenn ich aber, ja. Ich kann mir ja ungefähr vorstellen, wie alles zustande kommt, wenn ich jetzt ein Bild sehe. Oder so, dann weiß ich ja ungefähr, wie das zustande kam. Von daher passt das meistens schon. Selbst wenn, dann würde ich halt weiterlesen. Momentan bin ich nicht so in der Form. Werde ich bestimmt dann nochmal irgendwann machen, aber im Moment irgendwie nicht, da ich ja durch die Spoiler auch schon weiß, was ungefähr passiert. Und ja. Die Strecke ist auch geil, das erinnert mich an Trackmania 2. Oder war das 2? Ne, es war glaube ich sogar nur. Es war nur 1. Trackmania 1. Also United, die kaufbare Version. Springen wir mal ganz kurz zurück, wir können es ja. So, viel besser war das jetzt nicht. Nochmal zurück. So. Ein bisschen früher bremsen. Das erinnert mich sehr daran. An die Coast. Ne, oder an die Bay Maps. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall erinnert es mich daran. Sehr schön. Ja, auch vom Tunnel her. Sieht genauso aus. Cool. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt in Zeit brauchen, aber ich denke mal, schaffen wir schon. Die anderen waren jetzt ja auch nicht so schwer. Ja, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen runterschalten. Das war jetzt nicht so perfekt, aber reicht vielleicht noch. Die Schlange werden Ebor bewertet. Ja, was lustig ist, wir haben, oder ich habe ja letzte Folge oder vorletzte oder so, oder sogar in der fünften erst schon, wie auch immer, erzählt, dass ich so Bescheid finde, dass so viele Dodge Challenger zum Beispiel auf Automatik hergestellt werden. Und da das ja daran liegt, dass die Amerikaner halt so schaltfaul sind, man braucht ja teilweise sogar extra einen Führerschein auf einen Schaltwagen oder so. Das Lustige ist, dass ich mich ja sehr da gesträubt habe, so einen Automatikwagen zu fahren. Und wie es der Zufall will, haben wir jetzt zu Hause einen Automatikwagen. Bin aber noch nicht mit ihm gefahren. Ich weiß jetzt noch nicht, wie der so abgeht. Das ist Euroran. Ein Club, der aus dem europäischen Motorsport nicht wegzudenken ist. Du musst alles geben, wenn wir sie davon überzeugen wollen, sich der WSR anzuschließen. Ja. Genau, wir machen jetzt nochmal ein Rennen. Ich nehme den. Ja, nehmen wir mal den hier. Ich habe den jetzt, glaube ich. Ich habe die alle jetzt noch nicht getuned, diese alten Karren. Ich weiß auch gar nicht, wie der sich jetzt fährt. Also, haben wir den schon mal gefahren? Ich glaube, wir haben ihn nur ausgewählt, aber sind die noch nicht gefahren. Das ist so ewig her schon wieder. Und, ja, ich bin noch nicht mit dem Automatikwagen gefahren. Meine Eltern schwärmen davon schon. Ich persönlich bin ja noch skeptisch, sagen wir es mal so. Aber mal abwarten. Wenn ich mal mit dem gefahren bin, dann werde ich euch Bericht erstatten, wie ich das denn so finde, mit Automatik zu fahren. Zeig ihnen, dass das auch für dich gilt. Eurorand hat extrem viel Erfahrung. Sieh zu, dass du die Jungs überraschen kannst. Ja, der Anfang war schon mal richtig scheiße. Sei nicht so aggressiv, Junge. Du bist mit Bergmann kollidiert. Ja, und? Ist ja sogar. Ist ja hier nicht real life, ne, sondern passt schon, wenn ich ihn ramme.
Muss ich auch aufholen irgendwie. Alter, ist das eng hier? Das ist Platz 4. Ups. Ja, aber da habe ich doch schon mal gut überholt gerade. In diesem kleinen, schmalen Durchgang. 3 Runden müssen wir übrigens fahren. Ich wollte nämlich jetzt auch nochmal ein Rennen machen, keine Zeit fahren, Rennen oder Drift oder sowas. Sondern nochmal ein normales Rennen einfach, ne? Genau, und eine andere Sache war noch, ob ich eher Apple oder eher Microsoft bevorzuge. Ich bevorzuge auf jeden Fall Microsoft eher. Gut gemacht, du bist auf Platz 2. Zumindest was so, was PC-Technik angeht. Und was noch? Ja doch, hauptsächlich PC-Technik, also ich sag mal Mac. Alter, wie fahre ich denn? Ein Mac ist, denke ich mal, schon in Ordnung, aber ich sehe jetzt nicht so die Vorteile darin, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass er halt doch schon schmal viel Geld kostet. Okay, der Bildschirm, muss ich sagen, der Bildschirm sieht cool aus. Der hat auch mehr Farbenpracht und so. Da kann man mal nichts gegen sagen, aber so rein technisch und vom Preis her finde ich das dann doch ein bisschen überzogen, weil, also vor allen Dingen beim MacBook oder halt bei so einem normalen Mac Pro oder sowas, oder wie die heißen. iMac meine ich. Oder iMac Pro, keine Ahnung wie die heißen. Auf jeden Fall diese ganz normalen Tower-PCs, von denen bin ich jetzt nicht so ein Fan von, würde ich mir wahrscheinlich privat niemals kaufen. So, vor allen Dingen, weil ich halt auch Windows gewöhnt bin. Von den Shortcuts her zum Beispiel oder sowas. Oder auch vom ganzen Betriebssystem auch. Aber gut, muss jeder selbst wissen, wenn man nur mit Mac gearbeitet hat und dann auf einmal Windows vorgesetzt bekommt, ist das wahrscheinlich genau das Gleiche. Nur ich bin halt, in dem Sinne ein Windows-Kind und das nenne ich eine Leistung. Ja. Du behauptest die Führung. Ja. Und erst noch meckern, ne? So, das war nur halb geil. Ja, aber passt. Wir haben einen guten Vorsprung eigentlich. Ich kann immer noch mal zweimal rückspulen. Und was so andere Sachen angeht, was Apple macht, ich finde so Sachen wie iPod und so iPhone, iPod Touch gibt's ja auch noch und was gibt's noch mittlerweile? Gibt ja alles irgendwie. Da finde ich sagen, da vertraue ich Apple doch schon. Nicht nur gegen Eurorand bestanden, sondern gewonnen. Das kann zwar gut sein, dass Microsoft irgendwie auch so Smartphone-technisch irgendwie mal ja der Beginner war oder mit Tablet-PCs und so weiter. Aber irgendwie vertraue ich Apple da mehr als den anderen, als den Drittherstellern auch. Was heißt Drittherstellern? Schon wieder so erniedrigend gegen die. Halt Windows, Samsung, Nokia und sowas. Den, weiß ich nicht, vertraue ich da irgendwie mehr. Und ja, so ein Ausscheidungsrennen machen wir auch nochmal. Aber dass wir nur in Barcelona, nur in Paris fahren, finde ich irgendwie auch ein bisschen langweilig. Oh, wie können wir jetzt fahren? Ja, ich würde sagen, da fahren wir den Golf. Die anderen sind zwar in Ordnung, aber der Golf ist halt geil. Und ja, ich hatte, glaube ich, auch bei Driver nochmal erzählt, wie das ist mit dem Smartphone bei mir. Ich habe ja momentan noch keins. Werde mir wahrscheinlich in den nächsten Monaten mal eins zulegen. Und das wird dann wahrscheinlich ein iPhone sein. Da kann man jetzt Vorurteile drüber haben, aber ja, weiß nicht, ist halt so mein Geschmack. Und ja, so ist das. So, was gab's noch? Die Strecke führt über öffentliche Straßen. Der Belag kann also ziemlich uneben sein. Die Fahrer von Elimination sind es von Ausscheidungsevents gewohnt, aggressiv zu fahren. Das werden sie heute im Rennen nicht anders machen. Ich muss sagen, der Golf, der sah gerade auch gar nicht schlecht aus. Ja. Den kennen wir auch schon. Die anderen Wagen, ich hab grad schon, der sieht irgendwie komisch aus, der Wagen. Unserer, aber passt schon, von der Markierung her. Bleib auf der Rennlinie, du
kannst dir diese Einschläge nicht leisten. Du hast jetzt das Ende des Feldes hinter dir gelassen. Ja, wie gesagt, Kommentator kann ich glaube ich nicht ausschalten. Bleib konzentriert. Ja, wenn du mich ablenkst hier mit deinem doofen Kommentar immer, dann wird das wohl nicht. Aber gut, was soll ich sagen? Ne, was für Fragen noch dran waren. Ich meine, eine wäre da noch gewesen, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich könnte natürlich nachgucken, ich habe die Seite noch offen. Aber da müsste ich jetzt natürlich erstmal auf den Desktop gehen. Das wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen problematisch. Ach, ich kann vielleicht auch nochmal auf eine andere Sache eingehen, wo ich schon tausendmal drauf eingegangen bin, aber wo die Leute halt auch mal tausendmal wieder drauf eingehen. Und zwar, dass ich halt irgendwie trotzdem, oder was ist trotzdem, ich muss ja erstmal irgendwas sagen dazu, dass, obwohl ich ja alle GTAs Let's Played habe, die irgendwie wichtig sind, also GTA 3, Vice City, San Andreas und GTA 4, habe ich ja alle Let's Played, und Liberty City Stories auch, ach, ja doch, diese Episodes von Liberty City, die meine ich. Alter, warum bremst du auf einmal? Soll ich so stark abbremsen? Dass ich halt trotzdem immer noch so häufig gefragt werde, wie es denn mit GTA 5 aussieht, ob ich das jetzt playe oder solche Sachen wie, dass es halt erstmal nicht für den PC erscheinen wird, das weiß ich. Ja, da muss mich halt jetzt der Normalverbraucher, der Normalzuschauer irgendwie nicht so drüber aufklären. Weil ich halte mich da doch schon ganz gut über auf dem Laufenden, was denn da passiert. Und habe dann auch tatsächlich schon so Sachen bekommen, wie zum Beispiel hier, es wurde schon angekündigt für den PC und so weiter und wo dann halt irgendwie stand von, weiß nicht, 2011 irgendwas, dass da mal so eine, keine Ahnung, sowas stand wie von wegen, es könnte möglich sein und so weiter. Also was irgendwie schon Jahre zurückliegt und so. Wo ich mir auch so denke, ja, gut, ne, erstmal die Fakten auf den Tisch legen und dann kann man weiter gucken. Oh, das war nicht so schön. Also, ja, ich weiß, dass es erstmal nur für PlayStation 3 und Xbox 360 rauskommen wird. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es für PC, PlayStation 4 und Xbox One auch noch kommen wird. Es wäre sehr dumm von Rockstar, wenn sie das nicht machen würden. Auch wenn sie die PC-Version nicht so gut umsetzen können. Auch wenn auf dem PC mehr cracken. Stell dich darauf ein. Als anderswo. Sie werden es machen. Gehe ich stark von aus. Konzentrier dich und behaupte die Führung. Haben sie bei Max Payne auch gemacht. Letztens. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Starke Leistung. Hochverdienter erster Platz. Da finde ich es dann persönlich nur blöd, warum sie es dann nicht so machen, dass sie halt irgendwie so ein externes Studio machen. Oder ein paar Leute einstellen, die das wirklich können mit so einer PC-Umsetzung. Die das schon wirklich gut gemacht haben, irgendwie zum Beispiel bei DMC zum Beispiel, fand ich, war das auch so, da gibt es eine gute PC-Umsetzung. So, das läuft mega flüssig, die Steuerung ist jetzt von der Tastatur oder so, ist eigentlich in Ordnung umgesetzt, ne, muss man halt selbst wissen, ob man das dann so spielen kann. Aber da finde ich es dann halt immer merkwürdig, warum sie das nicht machen. Das wird denen viel mehr bringen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Du kannst deinen Namen bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst. Na, jetzt können wir nochmal Conte de Azur fahren, wo wir vorhin, glaube ich, auch schon mal waren. Ein Zeitrennen einfach nur. Da nehmen wir jetzt mal... Na, von dem bin ich jetzt nicht so ein Mega-Fan. Wie heißt denn das? Na gut, nehmen wir den einfach mal. Bisschen Abwechslung reinbringen. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es noch kommen wird und auch wenn es nicht der September ist, dann wird es halt irgendwie nächstes Jahr rauskommen oder so. Ich tippe auf März 2014 oder auf Mai 2014 so ungefähr um den Dreh. Das dauert halt bei den meistens ein halbes Jahr. Also gut, bei GTA 4 war es glaube ich länger. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Also gehe ich einfach nur von aus. Zero kennt diese Strecke an der Côte d'Azur wie seine Westentasche. Du musst heute in Topform sein. Ja, und ich finde es halt irgendwie auch immer, immer merkwürdig, wenn Leute schon, bevor irgendwas klar feststeht,
Also jetzt in dem Sinne, dass halt keine PC-Version kommt, das steht ja noch nicht fest. Es wurde noch nicht gesagt, dass jetzt halt noch keine erscheint. Es wurde noch nicht gesagt, dass auf gar keinen Fall eine kommt. Dass dann halt immer schon wieder so Petitionen aufgestellt werden und die dann rumgeschickt werden, hier, wenn du das unterschreibst, dann wird das vielleicht passieren, so. Ich würde denen erstmal Zeit lassen, bis die normale Version... Oh, shit. Bis die normale Version da ist. Und dann können die sich doch selbst immer noch entscheiden, ob sie was machen oder nicht. Also da finde ich das immer ein bisschen... Weiß ich nicht. Wenn man schon vorab so eine Petition macht, obwohl noch überhaupt nichts feststeht. Und da finde ich, ist das immer so ein Druck an den Entwickler. Oder, ja, was heißt Druck an den Entwickler? Es ist einfach, die Spieler zeigen sich irgendwie, weiß ich nicht, schwächelnd, würde ich mal sagen. Also selbst wenn jetzt keine PC-Version kommt, dann würde ich jetzt nicht darauf plädieren, mir jetzt so eine Petition zu erstellen oder sowas und die an alle Freunde zu schicken und die an Rockstar weiterzugeben oder so. Oder denen hier vorzulegen, hier, guck mal, ein paar tausend Leute wollen das, mach das mal. So, sondern, Alter, der Wagen ist gar nicht so geil, glaube ich. Oder die Strecke ist scheiße. Und ja, ich habe sie falsch ausgesprochen, die Strecke. Côte d'Azur, habe ich gerade schon gehört. Sagt mir vom Namen was, aber ich kann halt mit den Schreibweisen nichts anfangen. Alter! Ist ja gut jetzt. Das war, glaube ich, das letzte, oder? Ja, das letzte Mal zurückspulen. Muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. War das jetzt eigentlich Zeitfahren? Dann frage ich mich, warum hier überhaupt Gegner sind. Na egal. Vierter. Ich glaube, das machen wir normal mit einem anderen Wagen. Wäre ich für. Okay, Platz 4. Keine Bestleistung, aber ein gutes Rennen. Keine Bestleistung, ja, ja, mach es halt besser. Oh. Geht weiter, oder was? Internetberühmtheit, ey! Achievement! Jetzt ist es offiziell bestätigt. Nee, was wollte ich denn sagen? Ja, weiß nicht, da würde ich nicht, also wenn keine PC-Version kommt, da würde ich jetzt nicht darauf plädieren, so eine Petition zu machen, unterschreiben oder wie auch immer. Aber ja. So ist das halt, ne? So sind die Leute. Ich. Okay, Lukas. Die WSR wird in Europa gut angenommen. Wir können eventuell die Resonanz aus den USA noch steigern. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Scott wartet beim Eröffnungsrennen auf dich. Okay, aber ein Rennen machen wir noch. Ich würde sagen Ausscheidungsrennen. Da haben wir nämlich nur noch ein Rennen übrig. Paris. Achso, nee, wir wollten ja das Rennen von gerade eben nochmal wiederholen. Machen wir das doch dann erstmal. Weil Vierter will ich ja nicht sein. Oder bleiben. Dann, ja, dann würde ich einfach, dann würde ich das einfach so stehen lassen, dann habe ich halt kein GTA 5 und dann ist es halt auch in Ordnung. Aber naja. Ist ja auch egal. Ich sag mal so, ihr braucht nicht zu fragen, ob ich GTA 5 Let's Playen werde, möchte, ob ich denke, dass es für den PC erscheint oder wo ich möchte, dass es erscheint oder wann ich denke, wann es erscheint oder ob überhaupt oder was auch immer. Ich denke, es erscheint und wenn es rauskommt für PC, werde ich es jetzt playen. So. Das sollte ja eigentlich jetzt hoffentlich sitzen. Aber natürlich nicht jeder guckt das Video. Von daher. Du bist fast bis in die Top 3 gefahren. Ups. Bisschen blöd runtergeschalten. Ja, doch, der fährt sich schon besser. Der rutscht halt einfach nicht so. Man hat ja auch gesehen, das ist ein Wagen mit Grip. Allrad, glaube ich, auch, meine ich. Jetzt zeig mal, wer hier der Boss ist. Greif in den Kurven an und gib volles Rohr auf den Geraden. Ja, mach ich auch gerade. Guckst nicht zu, oder was?
Ja, doch, der Golf fährt sich auf jeden Fall sehr viel geiler. Manchmal so im direkten Vergleich. So. Hier können wir jetzt, glaube ich, nochmal überholen gleich gut. Schön immer die Innenbahn nehmen, damit die anderen keine Chance haben zu überholen, beziehungsweise halt die Außenbahn nehmen müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 1 Minute 55 gebraucht. Also ganz so viel Zeit haben wir nicht mehr zum Überholen hier. Oder zum vorne bleiben auch. Aber sieht bisher ganz gut aus. Ja, das haben wir gewonnen. Da vorne ist die Ziellinie, meine ich. Alter! Egal, braucht man nicht zurückspulen. Klappt doch schon so. Können alle nochmal den Fahrer so direkt bestaunen. Ja, 4 Sekunden schneller und viel besser gefahren. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wäre es das erstmal wieder. Wir kriegen wieder ein paar mehr Fans scheinbar, oder? Ja. Ein paar, halt für den ersten Platz wieder ein paar mehr, ne? Nichts Großartiges. Gut, du kannst an einem Promo-Event teilnehmen. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen. Du musst also wirklich alles geben. Wenn dir das gelingt, kannst du sicher viele neue Fans gewinnen. Ja, könnte man bestimmt. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und ja, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.